So, Freunde, was geht ab? Wir sind auf dem Stream-Highlight-Kanal und eigentlich ist gar kein Stream-Highlight, weil ich nehme das Video hier außerhalb vom Stream aus, denn ich habe es am Sonntag bzw. am Samstag im 48er mit den Teasys vergessen, aber ihr sollt natürlich trotzdem pünktlich noch eure Teambewertung hier auf dem Stream-Highlight-Kanal bekommen und deshalb bewerten wir heute dieses wunderschöne Team, was wir hier letzte Woche gespielt haben. Ich habe 13-7 geholt, wäre mehr drin gewesen. Ich stand zwischenzeitlich 9-3, aber ihr habt es ja vielleicht schon bei mir auf dem Hauptkanal gesehen oder auch hier auf dem Kanal. Danach war komplettes Loch auf jeden Fall. Übrigens könnt ihr hier sehr gerne auf dem Video einen Daumen nach oben da lassen und den Stream-Highlight-Kanal abonnieren, Freunde. Wir sind auf dem Weg zu den 250k und die gucken halt Real Talk 60% die Videos, die nicht abonniert haben. Hart ehrenlos, lasst mal ein Abo da. Okay, ihr seht hier mein Team. Es ist ganz wild, ne? Es hat halt wirklich eigentlich richtig gut funktioniert am Anfang und dann hinten raus, wahrscheinlich auch, weil ich geraged bin, komplett reingeschissen. Wen ich nochmal mit auf die Bank nehmen kann, ist Ginola. Den habe ich mittlerweile wieder verkauft. Den hatten wir auch zeitweise gespielt. Und den guten Dudek, der ist ja hinterher rausgeflogen, muss man sagen, wegen... Ja, ne? Sagen wir mal aus Gründen, Freunde. Aber das ist auf jeden Fall das Team, was wir so eigentlich mainly die ganze Zeit gespielt haben. Ich kann jetzt hier gerade keine individuelle Taktik zeigen wegen der Dream Squad Karte. Mache ich aber gleich. Ich habe 4-3-3 gespielt mit einem 6er und 2 8ern. So quasi meine Barcelona Legends Taktik von letztes Jahr aus FIFA 21, wo wir einmal, glaube 26 Siege geholt haben. Logischerweise halt in-game Kimmich auf der 6, Goretzka, Zidane Doppel 8. Front Dreierreihe erklärt sich von selbst und Viererkette denke ich mal auch. Ich würde sagen, wir fangen am Tor an. Da hatte ich jetzt für die letzten Spiele Gianluigi Donnarumma. Kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich habe den nur 4 Spiele gezockt. Davor war es halt Dudek. Und Dudek, Chat, ach, so komisch, ne? Der hat Spiele gehabt, der war der absolut überragend, aber der hatte auch Spiele. Spielt einfach nur hoch und lang auf den Leih im Bad. Ach, Hals, Maul. Da war der halt wirklich richtig, richtig lost und hat einen Bock nach dem anderen gerissen. Der kostet auch mittlerweile nur noch 70k. Also empfehlen, bin ich ehrlich, kann ich ihn nicht. Weil er ist halt teuer im Vergleich zu anderen normalen Torhütern. Hat natürlich auch den Vorteil, dass er durch dieses Hero-Ding sehr gut zu den Premier League-Spielern linkt. Aber der war halt für den Preis wirklich nicht gut. Also ich würde insgesamt wahrscheinlich so eine 4 plus sagen. Der hatte seine Aktion, wo der kacke war. Der hatte aber auch seine Aktion, wo der gut war. Ist halt cool, diese Hero-Karten. Ich feiere die aber. Ja, alles in allem war es jetzt nicht so optimal. Rechte Seite, Hakimi wants to watch. Also entweder halt OTW oder normalen, macht ja keinen Unterschied. Die Karte ist halt geisteskrank teuer. Ich glaube, die Goldkarte kostet immer noch 160-170k. Aber ist für mich mit Abstand der beste Rechtsverteidiger im Spiel. Ich hatte schon ein bisschen Walker gezockt. Hakimi ist für mich unmenschlich. Der kann alles, offensiv wie defensiv. Bringt er alles mit. Für mich ganz klare 1+. Also wirklich, Ultra-Maschine der Typ. Verteidigung, Maldini und Varane. Maldini, 14 Spiele gemacht. 2 Millionen kostet der. Ist halt dasselbe wie... Der ist sogar gestiegen, nice one. Ist halt eigentlich dasselbe immer wie bei den Icon-Karten, die halt irgendwie relativ viel kosten. Kann den Preis nicht ganz rechtfertigen, ansonsten finde ich den auch stabil. Ich glaube aber, hier zum Beispiel ein Varane daneben, was auch unnötigerweise die OTW-Karte ist. Ich glaube, die Gold-Karte kostet so 300-400k. Varane ist genauso gut wie Maldini, meiner Meinung nach, und kostet halt ein Viertel von dem. Deshalb, ich glaube, ich würde Maldini eine 3+ geben und Varane eine glatte 2. Also Varane hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ja, Maldini war halt die Coins nicht wert. Also sage ich euch ehrlich, wenn ich sie irgendwie nochmal zurückbauen könnte mit Van Dijk oder so zum Beispiel, würde ich glaube ich wieder Van Dijk nehmen. Also da fand ich Van Dijk, glaube ich, im Preis-Leistungs-Verhältnis schon besser. Wo wir aber hier eine Karte haben, wo ich viele Coins ausgegeben habe, der ist auch glaube ich auf über 1 Million gestiegen. Ich glaube, der ist jetzt bei 1,5 Millionen. Krass. Der ist richtig hochgegangen. Ich habe den für 900k knapp bekommen. Roberto Carlos, 1+ mit Sternchen. Jeder einzelne Cent wert. Macht einfach nur Bock in FIFA 22. Ich bin mal gespannt, wie es nach dem Patch ist, wenn die Longshots ein bisschen schwächer sind, weil die Torhüter ja stärker werden auf Longshots. Aber Freistöße, Flanken, Offensivverhalten, Defensivverhalten, Longshots aus der Hölle, Alter. Der macht einfach im Schnitt jedes 8., 7. Spiel ein Tor als Außenverteidiger. Muss man auch erstmal machen. Absolute Maschine. Roberto Carlos 1+ mit Sternchen. Gibt eigentlich keinen negativen Punkt bei dem. Ich finde ihn einfach geistkrank. Also Roberto Carlos wirklich unfassbar heftig. Dann auf der 6 haben wir Joshua Kimmich. Und ich bin in love mit dem, Junge. Geil. Es ist einfach so wie letztes Jahr. Joshua Kimmich in Form. 1+ mit Sternchen. Mit 3 Sternchen. Mit 4 Sternchen. Ist mir egal, wie viele.
Der ist Liebe. Das wird wieder ein FIFA-Jahr, wo ich die ganze Zeit Kimmich und Davis wahrscheinlich spielen werde. Kimmich, du bist es einfach. Ich liebe die Karte. Ich habe den ja auf Anweisung in die Verteidigung absinken. Der Bruder zerstört alles. Richtig, richtig nice. Ich glaube, so viel kostet der auch gar nicht, ne? Der ist gar nicht so krass gestiegen. 180k für einen Inform aus dem ersten Team of the Week. Wenn ihr die Coins habt, versucht ihn einfach mal. Ich finde den übertrieben nice. Dann haben wir auf der Doppel-8 Goretzka und Zidane. Goretzkas Stats sehen auch wirklich ordentlich aus. 93 Spiele, 4 Tore, 30 Vorlagen als Achter. Zidane daneben kommt auf 34 Scorer in 57 Spielen. Goretzka muss ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei dem wirklich gut, ne? Also ein Hüllet, beziehungsweise halt eine Hüllet-Gang-Karte für 160.000 Coins, die halt wirklich gut zu linken ist mit Bundesliga, Davis, Kimmich, gibt ja genug Optionen. Das ist schon wirklich nice. Was du bei ihm ein bisschen merkst, finde ich, ist, dass er halt ein bisschen statisch ist, dadurch, dass er keine 4-Sterne-Skills hat. Das fehlt mir dann manchmal doch ein bisschen. Ansonsten, richtig ein Tank, Defensivverhalten gefällt mir gut, Tempo gefällt mir gut. Also das Einzige, was ich bei ihm wirklich ein bisschen abziehen würde, sind tatsächlich die Skills. Aber sonst, so ein sehr bulliger Spieler auch, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So Skills und Beweglichkeit ist das Einzige, was mir bei dem so ein bisschen fehlt. Ich würde sagen eine 2-. Also alles in allem gefällt er mir auch gut. Dann haben wir daneben Zinedine Zidane, gerade schon gezeigt. Auch das meiner Meinung nach ein Spieler, der sein Geld wirklich einfach wert ist. Auch der ist nochmal gestiegen. Alter, was ist denn hier mit dem Markt passiert? Let's go. Nice. Steigt die Sache wieder. Kostet Haaland auch wieder mehr als 20k oder was? Jetzt wollen wir mal reingucken hier. Jetzt 19. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Naja, also Spaß beiseite. Zidane auch sehr, sehr heftig. Eine 1+ würde ich ihm nicht geben. Dafür fehlt mir ein bisschen die Ausdauer und das Defensivverhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eine glatte 1, dafür reicht es auf jeden Fall. Alles, was mit Offensive zu tun hat, ist der Typ einfach eine Macht. Defensiv und Ausdauer fehlt es mir ein bisschen. Für die Position, wo ich ihn spiele, ich habe ihn nun mal auf der 8. Ich glaube, dass er vielleicht auf der 10 sogar noch besser aufgehoben wäre. Aber ich spiele halt nur mal mit 2 Achtern und einem 6er. Zidane, glatte 1, reicht nicht ganz für eine 1+. Aber auch der für mich absolut sein Geld wert. Für mich mit die beste Karte, die ich bis jetzt gespielt habe. Safe Call. Dann haben wir die offensive Dreierreihe und ich gebe euch schon mal einen Tipp. Ginola war hammerscheiße. Den können wir jetzt hier auch rausnehmen. Ich habe gar keine Note zu dem. Also eine 4 oder eine 5, keine Ahnung. Ich fand Ginola wirklich crap. Dann haben wir halt rechts Messi. Mitte Ronaldo, links Neymar. Wir fangen mal an auf der rechten Seite. Ich glaube, der Messi hat jetzt gar nicht mal so gute Stats, weil ich habe mir den dann geholt, als es gerade bei mir in der Weekend League bergab ging. Davor hatte ich ja die Goldkarte und ich bleibe dabei, Messi zerstört alles. Absolut beste Goldkarte dieses Jahr für mich im Spiel. 1+ mit Sternchen, auch wenn jetzt die Stats von dem OTW gar nicht mal so heftig aussehen, aber der kam halt wirklich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Weekend League halt Games gequittet habe und einfach nur gebrochen war. Aber ansonsten Goldkarte Messi, auch der OTW, absolut überragend. Für mich das beste Dribbling im Spiel, die besten Pässe im Spiel und die besten Longshots im Spiel. Und das soll schon einiges heißen. Mit dem kannst du einfach von überall schießen. Du musst mit dem kein Time-Finish können, gar nichts. Ob Vollspann, Curve-Shots, kurze Ecke, lange Ecke. Der Typ ist einfach überragend. Also Schuss fühlt sich bei dem Real Talk wie 98 an. Bis auf das Tempo fühlt er sich für mich wie eine Toti-Karte an. Und das ist Release von FIFA. Also Lionel Messi, absoluter Cheat. 1+ mit Sternchen. Ich glaube, die Goldkarte 900k kostet die jetzt aktuell. Wenn ihr euch einen teuren Spieler in FIFA 22 holen wollt, wenn ihr ein Ziel habt, wo ihr darauf hinarbeiten wollt, gönnt euch Messi. Real Talk ist die beste Karte. Dann haben wir auf der anderen Flügelposition Neymar. Ja, ihr seht, die Stats sind nicht gut für den. 70 Spiele, beziehungsweise 69, 25 Scorer. Das ist für einen Offensivspieler aus einer offensiven Dreierreihe nicht wirklich stark. Ich finde ihn einen Tacken besser als Ginola, aber der Neymar hat bis auf das Aussehen, grüßt dann den Big Tasty Weltenkritiker, hat nicht viel mit dem Neymar zu tun, den man so aus den letzten Jahren kennt. Ich weiß nicht, bei mir war der nicht gut. Klar, Dribbling, stabil, aber Schuss fand ich grauenhaft, Pässe grauenhaft, Tempo hat er sich irgendwie aus was für Gründen auch immer langsam angefühlt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er verliert irgendwie richtig viele Bälle. Kein Plan. Vielleicht ist auch nur so eine Gefühlssache. Ich werde ihn auf jeden Fall weiter ausprobieren und weiter spielen, weil er ist nur mal First Owner, dann möchte ich ihn ungern abgeben. Aber mehr als so eine 4+ kann ich Neymar Stand jetzt echt nicht geben. Ich weiß nicht warum. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wer von euch schon Neymar gespielt hat. Aber da finde ich Messi, Mbappé und auch Ronaldo alle deutlich besser. Also Mbappé habe ich bis jetzt nur im Draft gespielt. Ronaldo kommen wir gleich zu. Aber Neymar, dieses Jahr, keine Ahnung, war irgendwie nichts.
Ronaldo POTM haben wir dann jetzt hier noch am Start. 14 Spiele, 19 Tore, eine Vorlage. Vorher hatte ich den OTW. Ronaldo POTM ist eine absolute Macht, Freunde. Ich würde euch nicht empfehlen, den zu machen, auch wenn ihr die Coins habt, weil das sind einfach über 2 Millionen, die ihr jetzt am Release von FIFA in den Sand setzt. Ich würde mir die sparen. Holt euch einen goldenen Ronaldo, spart vielleicht auf den OTW. Seid ihr besser mit beraten. Macht die Karte wirklich nur dann, wenn ihr in Coins schwimmt oder halt schon irgendwie richtig viel Untrade habt. Sonst macht das keinen Sinn, zumal euch die 26 SBCs wirklich Lebenszeit rauben. Also ich glaube, ich hätte den auch nicht gemacht außerhalb vom 48-Stunden-Stream, wo ich einfach so Zeit hatte. Aber für mich der beste Stürmer im Spiel, der beste Neuner im Spiel. Ich habe Mbappé gezockt im Draft, den fand ich auch stark, aber Ronaldo hat für mich mehr das Komplettpaket. Ronaldo hat für mich den besseren Schuss und den besseren Körper. Mbappé ist natürlich schneller. Dribbling fand ich sie ungefähr gleichwertig, muss ich sagen. Aber wenn es wirklich um eine Stürmerposition geht, dann würde ich auf jeden Fall mit Ronaldo gehen, weil ich finde Physis in FIFA 22 ein bisschen wichtiger und halt einfach den Abschluss. Da ist Ronaldo eine absolute Macht. Ich denke mal 14 Spiele, 19 Tore sprechen für sich. Ob links, rechts, der Typ ist einfach eine Granate, Curveshot, Vollspannschuss. Ich finde ihn einfach richtig, richtig stark, Freunde. Cristiano Ronaldo. Von mir eine 1-, weil er ist nicht so stark wie Messi, der ist für mich der beste Spieler bis jetzt. Und er hat nicht so das gute Preis-Leistungs-Verhältnis für die POTM-Karte. Ich glaube, da hätten auch 1,8 Millionen als Preis gereicht und vielleicht ein paar SBCs weniger, EA Sports. Aber an sich absolute Mörderkarte. Ich kann euch jetzt hier auch nochmal ganz fix meine Taktik zeigen. Ihr könnt euch die gerne upscreenen. Ja, ich werde jetzt nicht relativ lange drauf eingehen. Also die Sachen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist alles Gefühlssache, ne? Keine Ahnung, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Pressing nach Ballverlust halt einfach dafür da, um ein bisschen Druck auf den Gegner zu machen. Ich kann euch aber noch ein bisschen was zu den Anweisungen erzählen. Aufstellung seht ihr ja jetzt hier. Die Anweisungen finde ich nämlich sind ganz cool. Ich habe bei Neymar außen bleiben, Abwehr überlaufen. Ronaldo zentral orientieren, Abwehr überlaufen. Und Messi bekommt vorne bleiben, alle Freiheiten und Anspielstationen. Das ist bei Messi diese sehr nice taktische Einstellung, dass der halt immer in die Mitte zieht und quasi auch so, wie der Lionel Messi in Real Life bei Barcelona gespielt hat, eben in-game zockt. Das ist ganz nice. Der spielt überhaupt nicht wie ein klassischer Flügelspieler, sondern geht immer ins Zentrum. Dadurch komme ich für mein Spiel halt echt gut klar, weil ich dann den häufig in der Situation habe, wo ich mit dem auch mal draufschießen kann. Der taucht halt sehr viel zentral auf, holt sich die Bälle selber. Und dadurch kannst du so ein bisschen, finde ich, der einzigen Schwäche von Messi entgegenwirken. Das ist halt einfach die Sprintgeschwindigkeit. Ich glaube, da hat der 80 oder so. Mit dem kannst du halt nicht über den Flügel rennen. Aber mit der Taktikeinstellung funktioniert das ganz nice. Plus, was ziemlich geil ist, dadurch, dass Messi vorne bleiben hat, geht Neymar im Defensivverhalten, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, ein Stück nach hinten und ich spiele im 4-4-2. Das sieht dann so aus, ich habe quasi hier die Viererkette aus der Verteidigung, dann Neymar als LM, sie dann linker ZM, Goretzka RM und Kimmich rechter ZM. Also es ist dann wirklich ein glattes 4-4-2, finde ich persönlich ganz nice zum Verteidigen. In der Grundausrichtung dann mit dem Ball ist es halt quasi entweder ein 5-2-3 oder ein 4-3-3. Also ich habe halt Kimmich dieses in Verteidigung absinken, im Ballbesitz ist ganz nice. Zidane hat nach vorn orientieren und Goretzka hat gar keine Anweisung. Und die Außenverteidiger haben hinten bleiben und übergreifende Laufart. Komme ich ganz gut mit klar. Das bedeutet halt nämlich, die bleiben prinzipiell erstmal hinten. Aber wenn sich die Situation ergibt, dann starten die auch mal einen Lauf und hinterlaufen halt an der Linie. Finde ich immer ganz nice. Ich arbeite zum Beispiel hier viel mit Hakimi und Goretzka, um Messi halt einfach ein bisschen zu unterstützen. Messi zieht dann halt meistens in die Mitte, zieht einen Außenverteidiger oder einen Sechser oder einen Achter mit. Und dann haben wir halt Hakimi und Goretzka auf der rechten Seite immer ein bisschen Platz. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich kann auch gerne detailliert nochmal euch das Video verlinken hier. Funky, bitte dran denken. Das Taktikvideo aus FIFA 21, wo ich das einmal erkläre mit der Barcelona Legends Taktik. Alles in allem, ich glaube, ich gebe dem Team eine glatte 2. Also es hat nicht am Team gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein, zwei Spieler würde ich austauschen. Am Ende habe ich einfach reingeschissen. Ich habe mich triggern lassen von der Weekend League. Wir kennen es alle. Und dann meine Bilanz zerstört. Ich stand sogar 9-1. Stimmt, ich stand nicht 9-3. Ich stand 9-1 und habe dann aus den letzten 10 Spielen nur 4 gewonnen. Tut richtig weh, Freunde. Es tut einfach weh. Trotzdem, war ein geiles Team. Heute Abend Stream, 17.30 Uhr. Schaltet ein, wir werden ein neues Weekend League Team bauen. Und dann sehen wir uns bis dahin. Lasst hier ein Like und ein Abo da. Macht's gut. Ciao, ciao.